Pain, tu dir nicht weh beim Abreißen. Passt auf, Leute! Citron ist da drüben! Robo, wie schön, dich zu sehen! Edna braucht deine Hilfe! Es scheint, als wäre er verschwunden. So funktioniert das nicht. Ihr braucht einen Bohrer und dafür müsst ihr verschmelzen. Edna, willst du mit Robo fusionieren? Wow! Robo-Edna zur Rettung! Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Vorsichtig, vorsichtig. Fast geschafft. Gut gemacht. Aber ihr müsst immer noch Dane befreien. Du bist ein Experte mit dem Bohrer. Und jetzt lasst uns Citron finden und ihn aufhalten. Hey, schau da drüben. Citron ist hier vorbeigekommen. Robo Edna, sieh nur, wer da ist. Pass auf, Robo Edna. Bist du okay? Sehr gute Idee. Solange du den Bohrer hast, kann Citron nichts ausrichten. Oh nein, er hat den Bohrer gefroren. Er funktioniert nicht. Du musst etwas unternehmen. Oh nein, dein Bein. Das ist schlimm, richtig schlimm. Was ist das? Billy? Was machst du hier? Dane? Bist du gekommen, um Robo-Edna zu helfen? Danke, Dane! Er wird wieder auf dich schießen! Volltreffer! So lernst du, dass man keine Leute einfriert, Citron! Bist du zu einem Notfall unterwegs, Roboter Amber? Sei vorsichtig, sonst baust du noch einen Unfall. Du hättest fast Robo erwischt. Mathilda, warte! Oh nein! Bist du okay? Phew. Mathilda, geht es gut. Aber Roboter Amber sieht nicht so gut aus. Sie ist außer Kontrolle.
Bobo, Mathilda, ihr müsst sie zum Krankenhaus bringen, bevor sie jemanden verletzt. Roboter Amber, du musst langsamer fahren. Oh nein, Massimo steckt fest. Bobo, du musst Massimo befreien. Währenddessen verfolgt Mathilda Roboter Amber. Sieh nur, Gary und Walter werden dir auch helfen. Los, Team Robo! Gute Arbeit, Leute! Ihr habt Massimo gerettet! Und jetzt ist es Zeit, Mathilda zu helfen! Klasse gemacht, Mathilda! Du hast sie fast! Komm schon, Roboter Amber, du musst anhalten! Halt durch, Mathilda! Was ist los? Die Brücke geht nach oben! Roboter Amber wird nicht anhalten! Das schafft sie nicht! Phew, sie hat es geschafft! Oh ja. Yay! Robo ist hier! Aber Roboter Amber ist immer noch außer Kontrolle. Ihr müsst darüber, Leute. Aber als erstes müsst ihr euch darauf vorbereiten, ihr gegenüberzutreten. Es gibt nur noch eine Option. Zeit zu verschmelzen. Wow! Zeit, dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Volltreffer! Ihr müsst die Stellung halten, Robo Mathilda. Wolltest du, dass sie noch einmal springt? Warum? Verstehe! Die Jungs werden euch helfen! Hurra! Ihr habt sie aufgehalten! Jetzt lasst sie uns ins Krankenhaus bringen! Amber? Wie geht es, Roboter Amber? Sie ist wieder normal! Gut gemacht, Leute! Wow! Ich sehe, ihr habt eine tolle Ostereiersuche! Oder, Jungs? Ich bin mir sicher, es sind noch viele weitere Ostereier versteckt. Lasst sie uns finden. Wartet mal. Der böse Zitron sucht auch nach Ostereiern? Das kann nicht gut sein. Irgendwo hier muss doch ein Ei sein. Yay! Gut gemacht, Gary! Ihr müsst euch beeilen, Jungs! Ich bin sicher, Zitron hat noch einige Tricks im Ärmel. Schon eine ganze Weile her, seit du ein Osterei gefunden hast. Das muss das letzte sein. Sieh nur, Robo. Da ist es. Sieht aus, als wäre der Wettkampf vorbei. Warte, was? Hey, du schummelst, Zitron. Robo, du musst ihn verfolgen. Ich bin mir sicher, er hat irgendwas geplant. Sei vorsichtig, Gary. Zitron hat irgendetwas geplant. Pass auf!
Oh nein! Bist du okay, Gary? Robo, ich bin so froh, dass du hier bist. Gary steckt in Schwierigkeiten und Zitron hat ihm wieder alle Ostereier geklaut. Es gibt nur noch ein was, das ihr tun könnt. Gary, willst du mit Robo verschmelzen? Oh yeah! Robo-Gary ist hier, um den Tag zu retten! Stinkbomben! Sehr clever! Jetzt lasst uns all die Eier zurückholen! Kommt schon! Sie sind so nah! Was? Zitron hat sich schon wieder erholt? Du musst dir etwas anderes überlegen, um die Eier zurückzubekommen, Robo-Gary! Oh, das ist eine fiese Aktion, Jungs. Stinkend, aber effektiv. So ist's gut. Lauf weg, solange du kannst, Zitron. Und dusch mal. Yay! Du hast den Wettkampf gewonnen. Das ist ein süßer Sieg. Zitron, wann lernst du endlich, dass man mit Schummeln niemals gewinnt? Wir haben dich endlich aufgehalten, Zitron. Diesmal entkommst du uns nicht. Mathilda wird ein Auge auf dich haben. Tschüss, Robo. Bis morgen. Ich glaube, du schläfst ein. Mathilda, wach auf! Du solltest Robo suchen. Er wird dir helfen, Zitron wieder einzufangen. Robo, Mathilda braucht deine Hilfe. Zitron ist entkommen. Robo, hast du Zitron gesehen? Dann solltet ihr beide nach ihm suchen. Seht nun, Leute. Zitron war hier. Ihr müsst ihr helfen. Sehr gut. Sie ist wieder frei. Kommt schon, Leute. Ihr müsst weiter nach Zitron suchen. Schaut da drüben. Zitron, stehen geblieben! Robo und Mathilda werden dich zurück ins Gefängnis bringen. Ihr müsst schlauer als er sein, Leute. Klasse Idee! Aufteilen, um ihn einzukreisen. Das war's, Zitron. Gib auf! Pass auf, Mathilda! Oh nein! Bist du in Ordnung? Robo, hilf ihr! Ich glaube, es ist Zeit zu fusionieren. Mathilda, willst du mit Robo fusionieren? Es ist der einzige Weg, um Zitron aufzuhalten. Schnell, er ist Richtung Brücke unterwegs. Wen rufst du an? Haha!
also Tom angerufen, damit er die Brücke hochfährt. Was für eine tolle Idee! Das war's! Robo-Mathilda ist zu clever für dich! Pass auf! Schnappen wir ihn uns! Volltreffer! Jetzt geht's zurück ins Gefängnis, Zitron! Niemand kann Robo-Mathilda schlagen! Diesmal wird es nicht so einfach sein, auszubrechen. So wissen wir, wenn du wegläufst.